Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich fange die Folge wieder mit einem Schluck Kaffee an. Ah, köstlich. Jetzt scheint mir sogar die Sonne auf dem Monitor, dass ich die rechte Hälfte des Bildschirms nicht sehe. Das ist natürlich ganz toll bei einem so dunklen Spiel, aber egal. So, wir haben in der letzten Folge die Reparaturwerkzeuge gebaut, oder einen zumindest, und den Manövriermotor. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich dorthin reisen, einmal zur Normandie, und schon mal so ein bisschen die Aufgaben machen. Und wir sollten vielleicht was essen und was trinken, bevor wir jetzt losreisen. So, warte mal. Lass mal schauen. So, ich nehme mal zwei Flaschen Wasser, ein Steak. So, benutzen, trinken, trinken, beides voll. Mich wundert es, dass wir auf der Normandie nicht schlafen können. Das ist doch ein Bett, oder müssen wir echt noch ein Bett craften und finden und tralala? Naja. Genau, dann haben wir letztens noch vollgetankt. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben noch versucht, Alkali zu finden, was so semi-gut geklappt hat. Aber ich denke, dass wir in der Folge ein bisschen... Ja, was heißt Fortschritt? Wir haben ja Fortschritt gemacht, so ist ja nicht, ne? Was ist das hier? Das ist doch bestimmt Salz, oder? Asteroid. Mhm. Asteroidbrocken. Weiß gar nicht, ob wir die für irgendwas brauchen später. Naja, wie dem auch sei. Ich habe jetzt keine Sauerstoffkerze mitgenommen. Ich glaube, ich habe auch keine, um ehrlich zu sein. Ich guck mal, ob meine Äuglein irgendwo vielleicht noch unterwegs Alkali sehen. Wäre vielleicht noch ganz toll. Jetzt überlegt mal, wir hätten das Moped noch nicht. Was für ein Weg das einfach wäre, ohne schnelleren Antrieb hier durchzudüsen. Das würde ja ewig dauern. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal da oben. Dort oben rein. Und schauen mal, dass wir da... dass wir dort nochmal Sauerstoff auftanken. So. Zack. Gut. War jetzt so gerade so ein bisschen abgelenkt, weil gerade mein OBS so ein bisschen am Spinnen war. Irgendwie ist hier der Wurm drin, seit ich das OBS geupdatet habe. Ist es echt merkwürdig. Ich hatte ja vorher immer eine ganz alte Version, weil ich das Problem habe, immer wenn ich dann angefangen habe zu streamen mit der neuen Version, dann gab es immer so Soundprobleme. Und jetzt habe ich das geupdatet und jetzt stand auf einmal übersprungene Frames durch Code-Renderverzögerung. Und ich gucke so, aber nur 0,7%. Ich meine, ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem ist ärgerlich. Irgendwie, ich weiß nicht, ist der Wurm drin. Letzten Wochenende auch im Stream ging schon los, dass einfach OBS gecrashed ist. Man sollte einfach... Don't change a running system. Da ist wirklich was Wahres dran, einfach an diesem Spruch. Also man sollte niemals ein funktionierendes System ändern. Ist einfach so. So, das heißt, jetzt düsen wir mal dahin. Ah, Mist, hätten wir hier mal gucken können wegen Koffer öffnen, ne? Was denn hier? Warte. Was? Scannen. Warte. Solarzellen. Was? Platten? Was? Ich brauche hier eine Sauerstoffkerze irgendwie vielleicht mal. Aufbrechen. Kriege ich hier vielleicht Sauerstoff? Natürlich nicht. Warum denn auch? Könnte ich vielleicht gleich gut gebrauchen. Solarpanel, lol. Jetzt haben wir nicht, wir können später noch Strom erstellen und damit hier alles läuft und... Ach du Kacke. Natürlich kriegen wir keine Sauerstoffzelle. Denn der Weg ist ja noch so weit. Aber da sehe ich Harz. Und ich weiß, dass wir dafür den Greifer benutzen müssen. Ja, wir haben ja noch einen. Und glaube ich zumindest. Sage ich in meinem jugendlichen Leichtsinn. Wo ist denn unser Moped? Wo habe ich denn... Ach, da. Ich
Ich glaube, wir haben gar keinen Greifer mehr, ne? Aber egal. Okay, dann tanke ich nochmal eben schnell Sauerstoff. Wo war das? Wo war... Da. Ich weiß, jetzt süße ich wieder zurück und so und ja und Mann, der müsste doch mal so langsam dahin und der lässt sich mal ablenken. Ja, so ist das so mal in so einem Spiel, wenn es mir gefällt. Ich lasse mich immer von so vielen Sachen ablenken. Es tut mir leid. Es macht aber auch so unglaublich viel Spaß. So. Noch einmal voll machen den Lumpen und dann können wir gleich direkt loslegen. So. Ich bin so fröhlich. So, dann düsen wir mal. Jetzt können wir aber losdüsen. So. Da werde ich mir nochmal ein Schlückchen gönnen. Ah. Njam. Dann würde ich tatsächlich nach der Folge... Mache ich das nach der Folge? Was ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Ich glaube, nach der Folge werde ich, glaube ich, mal so ein paar Videos kopieren. Und dann weiter aufnehmen. Damit ich so ein bisschen mehr Platz auf der Festplatte habe. Alkali? Wo bist du? Funktioniert ja wieder grandios. Mein Stream Deck. Mein Stream Deck funktioniert mal wieder gar nicht. Das ist natürlich ja großartig. Egal. Ich schätze, dass wir da noch hinkommen, da hinten. Würde ich jetzt einfach mal frei behaupten. Und ich habe mich auch nicht gespoilert, ne? Von dem Spiel. Ich habe nur damals, wie gesagt, im Stream angespielt. Das ist schon ewig her gewesen. Bevor wir jetzt hier das Let's Play angefangen haben. Und das ist mir immer in Erinnerung geblieben, weil ich ja damals diesen Origin-Pass hatte. Von EA. Diesen Pass, wo man halt da Spiele drin hat. Und da war auch das Spiel hier drin. Da habe ich das angezeigt. Fand ich voll geil. Und ich habe mir wieder zu mir gesagt, ich werde das mal spielen wollen. Und dann habe ich mir das auf Steam geholt, wie es im Angebot war. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Und da habe ich auch nur diesen einen Trailer gesehen. Ja, und jetzt vor kurzem aber nur so ein bisschen reingeguckt, diesen Release-Trailer. Weil es ist ja jetzt released worden offiziell. Und apropos Released, Chernobyl Light, weiß nicht, ob es für dich interessant ist, der gerade die Folge guckt, Chernobyl Light geht im Juli, ich meine Juli war es, auch in den Full Release. Also geht auch aus dem Early Access quasi raus und geht dann in den Full Release. So, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir neu anfangen müssen. Oh nein. Da oben müssen wir auch reparieren, habe ich gar nicht gesehen. Wir müssen dreimal reparieren. Aber wir haben ja zwei Reparaturwerkzeuge, so ist ja nicht. So, jetzt tanke ich erstmal. Obwohl, pass auf. Ich baue jetzt erstmal einen Manövriermotor ein hier. That should work, I hope. You already repaired such an engine once, but it looked different somehow. Ja, es sieht doch gut aus. So. Ich weiß noch nicht, wo wir das Lenkrad herkriegen, das dritte. Weil wir brauchen nämlich noch das dritte Lenkrad. Also das hier, da habe ich keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Da bin ich sehr gespannt. Aber das da oben reparieren, das kriegen wir bestimmt hin. Was ist das denn hier? Installieren? Filtrationssystem benötigt. Shuttle-Verbesserung, kein passendes Teil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Navigator benötigt, was wir hier alles bauen können noch wahrscheinlich. Gut. Dann lassen wir die Sachen reparieren. Und dann gucken wir mal. So. So, warte. Heißt einfach so hier? Nee, ich muss absteigen, ne? Tja, ich muss absteigen. Ich bin ein fauler Sack. So, hallo? That's great. It looks perfect. Okay. Haben wir repariert. Sehr schön. Das hat... Nein, nicht reparieren. Nein, pack das weg. Steig auf.
So, hier oben war ich tatsächlich noch gar nicht gewesen. Wisst ihr? Man sollte sich in diesem Spiel auch sehr, sehr gut umschauen. So. Einfach mit ein bisschen Tesafilm und so, dann geht das schon. Hat man das früher nicht als Kind öfters gemacht? Wer kennt das? Wer kennt das von euch nicht? Wer hat früher als Kröte immer versucht, irgendwas mit Tesafilm zu reparieren? Oder mit Uhu irgendwie versucht zusammenzukleben, so ein altes Matchbox-Auto oder so. Waren wir hier schon? Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Ah ja, hier war das mit den Pflanzen, stimmt. So. Great job. Unfortunately, the station's control units are still broken, but the good news is that you don't need them to launch Normandy at all. I just wanted to keep you busy while I was doing some important calculations. Aha. Okay. Gut, jetzt haben wir das soweit erstmal fertig. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das Lenkrad. Jetzt weiß ich nur nicht, wo wir das Lenkrad herbekommen. Ja. Das ist natürlich blöd. Ich habe jetzt auch kein weiteres Fahrzeug irgendwo gefunden, wo wir es herkriegen könnten. This is real gold. Judging by the inventory number, this is the coffin of one of the leaders of the party. However, the leader is nowhere to be seen. It seems that apart from aggressive armed coffins, we also have traces of corruption in the party. Schön. Das ist echtes Gold. So. Hm, aber wo kriegen wir tatsächlich, wo kriegen wir, hier waren wir beim letzten Mal auch schon, wo kriegen wir denn das letzte Lenkrad her? Hm. Auf der Suche nach dem Lenkrad und nicht dem goldenen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen besser umgucken, weil soweit ist das ja eigentlich repariert, soweit. Oder war auf der anderen Seite auch Manövriermotor, ne? Nee, ne? Okay. Soweit. Not dangerous, but the ship will have problems with depressurization in the habitation module. Therefore, any unattended belongings will fly out into outer space during the flight. I recommend you use certified storages and containers. Okay. Was hat er? Warte mal, was hat er jetzt gesagt? Kann ich das nochmal nachlesen? Ich kann das doch immer nachlesen, ne? Was er da gesagt hatte, ne? Der Verstoß ist nicht gefährlich, aber das Schiff wird Probleme mit der Druckentlastung im Wohnmodul haben. Daher werden unbeaufsichtigte Gegenstände während des Flugs in dem Weltraum hinausfliegen. Ich empfehle Ihnen, zertifizierte Lager im Container zu verwenden. Achso, wenn wir Gegenstände liegen haben, also sollten wir das Lager hier oben verwenden. Ja gut, wir haben ja sowieso nichts hier. Wegen dem Loch hier wahrscheinlich. Ja, aber... Jetzt meine Frage, wo kriegen wir denn tatsächlich das letzte Steuermodul her, also das Lenkmodul? Hm. Hier hatten wir ja quasi das Lenkrad gescannt gehabt, ne? Beziehungsweise, ja, untersucht hier alles. Habe ich irgendwo ein Lenkrad übersehen? Das wäre jetzt ärgerlich. Hm. Tja, da müssen wir mal gucken. Ja. Gut, okay. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wo wir das herbekommen. Und ich will nicht schon... Und ich möchte nicht schon wieder irgendwo nachgucken gehen, sondern ich würde das schon gern selber finden. Oder halt, wenn ich euch wieder frage, dauert das erst wieder, bis ich wieder eine Folge aufgenommen habe. Deswegen würde ich halt tatsächlich... Kann es sein, dass wir jetzt die nächsten Folgen erstmal ein bisschen suchen werden? Also nicht wundern.
Oder habe ich irgendwo im Anfangsgebiet was verpasst? Das wäre natürlich ärgerlich. Was haben wir hier? War ich hier schon? It seems that the deceased was in a hurry and tried to neutralize a coffin filled with buckwheat. It doesn't look like explosive weaponry. However, seems like someone was smuggling grain. Eine Schere. Dieser Blick. Achso. Das war's zum Untersuchen. Buchweizen. Was? Goldstandard. Geschälter Buchweizen, sofort überkochend. Okay, der legendäre Buchweizen kehrt zurück in die Regale von sehr speziellen Ländern des Universums. Der exquisite Geschmack dieses Getreides, selten wie Edelmetalle, wird niemand kalt lassen. Buchweizen ist das, worin die reichsten Menschen auf der Welt ihr Geld investieren. Zutaten, geschätzter Buchweizen, Konservierungsstoffe, mindesthaltbar bis Ewigkeit. Hergestellt von der intergalaktischen Getreidemühle. Buchweizen und Buchweizen-Kaviar sind längst zu selten und teure Produkte geworden, die sich nur Parteimitglieder leisten können, aber nicht alle Mitglieder. So. Ja, ich bin noch ein wenig überfragt, wo wir das letzte Lenkradmodul herbekommen oder das Steuermodul. Wir hatten jetzt auch keinen Tipp, oder, gehabt? Ich guck zwar nochmal in die Nachrichten rein. Achso, verschlüsseltes Band benötigt. Steuerrad benötigt. Tolle Arbeit. Leider sind die Steuergeräte in der Station immer noch kaputt. Aber gute Nachricht ist, dass man sie nicht braucht, um die Normandie überhaupt zu starten. Ich wollte sie nur beschäftigen, während ich einige wichtige Rechnungen durchführe. Das sollte funktionieren. Motor, lalalala. Bedienfehler. Solarmodule, da waren wir vorhin. Professionell. Okay. Das ist natürlich blöd. Solarzellenplatte. Du befestigst es von außen an Modulen und versorgst eine Station mit zusätzlicher Energie. Obwohl es in der Nähe keine Sonne gibt, reichen einige Sterne in der Nähe aus. Zusätzlich zur Energie dient das Solarmodul als Verstärkung und kann kleinere Raumtrümmer stoppen, was die Wahrscheinlichkeit, dass die Station durchbohrt wird, leicht reduziert. Okay. Was war da noch gewesen? Ach, ein Fenster, okay. Raumanzugstände, aber wir haben immer noch kein Lagermodul oder so. Ja, ich bin überfragt ein bisschen. Oh, ist das Alkali? Ne! Mist. Jetzt die Frage, wir haben eine Batterie. Ich weiß, dass eine Batterie für den Greifer benötigt wird. Was brauchen wir dafür? Ich habe Alkali gesehen. Ausrüstung, Werkzeuge. Greifer. Veredeltes Metall und Aluminium. Ich habe so viel Metall hier abgegrast. Hier ist Dreck vor der Nase, Alkali. Ich werde bekloppt. Veredeltes Metall kriegen wir hin. As far as I know, the Breath Edge Hero Agency is in the business of burying corpses, not creating them with killer robots. But these coffins are definitely not counterfeit. Ich glaube, einmal veredeltes Metall, ne? Da haben wir jetzt schon alles, was wir brauchen. Dann haben wir wenigstens auch mal wieder einen Greifer zur Hand, quasi. Wenn wir schon hier sind. Was war das noch? Da fehlte noch was, ne? Oder? Aluminium und veredeltes Metall. So, warte mal. Ressourcen? Genau. Aluminium. Mist, jetzt habe ich keinen Bohrer mehr.
Verdammt. Egal, komm. Ich wüsste aber jetzt nicht, wo wir jetzt... obwohl eine Lampe haben wir, ne? Weiß nicht mal, wie ein Bohrer hergestellt wird. Ich meine, der wird irgendwie mit einer... Wird der nicht mit einer Lampe hergestellt? Aber ich glaube, der braucht auch eine Batterie, oder? Werkzeuge? Ja, auch Batterie und dickes Isolierband. Toll. Egal. Komm, wir bauen uns einen Greifer bei uns in der Base. Dann gucke ich nochmal, ob wir vielleicht irgendwo bei uns in der Nähe nochmal ein Lenkrad finden. Hm. Weil hier haben wir, glaube ich, jetzt alles soweit erstmal erkundet, würde ich jetzt frei behaupten. Ich wüsste auch nicht, wo wir hier noch ein Lenkrad finden oder so ein Steuerrad. Naja. Gucken wir doch mal. Na, der Kaffee wird schon kalt. Boah. So. Gut. Was ist denn da oben so am Flimmern? Ach, das... Waren wir da schon? Ich bin mir da gar nicht sicher. Vielleicht sollten wir da oben mal hindüsen. Sieht so aus, als wäre da, glaube ich, das... War das nicht da oben mit dem... Mit dem Dünger gewesen? Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Da fliegen wir mal hin. Also nicht jetzt. Ich würde sagen, in der nächsten Folge... Na, gucken wir mal. Ich darf das nur nicht vergessen. So. Dann versuche ich mal eben schnell... mal eben ratzfatz in die Sauerstoffabteilung zu kommen. Natürlich nicht wieder durch die Blitze fliegen. Aber ich glaube, da oben war das mit dem... Das müsste ja, wenn, dann da irgendwo sein. Nee, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Doch, das war da, glaube ich, mit den... Oder? Mit dem Dünger? War das nicht da mit dem... Doch, ich glaube, das war da mit dem Dünger. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann aber sein, dass es da mit der Mayo war. Nee, mit der Mayo war das da. Stimmt. Das war dort mit der Mayo. Wo geht's denn hier hin? Könnte da was Interessantes sein? Hm. So, warte mal. Soll ich euch was sagen? Wir machen in der nächsten Folge einfach weiter mit Brief Edge. Und dann schaltet ihr wieder ein. Denn dann geht's spannend weiter hier mit Dieter... im Weltall. Also macht's gut. Tschüss.